Wenn Ihr Kind von Cybermobbing betroffen ist, dann sprechen Sie ganz lange und ausführlich mit ihm, was bewegt es, welche Situation ist für Ihr Kind am schwierigsten auszuhalten und seien Sie vor allen Dingen viel für Ihr Kind da. Sie können natürlich, um die Dinge dann später einmal aufzuklären, auch technisch unterstützen, wenn Sie Beweise oder Belege sammeln, zum Beispiel alles, was darauf hindeutet, wer ist der sogenannte Täter. Das kann Ihnen helfen, wenn Sie später rechtliche Schritte einleiten wollen. Und mit Cybermobbing sind Straftaten verbunden, sodass Sie sich jederzeit auch überlegen können, die Situation zur Anzeige zu bringen oder aber das prüfen zu lassen, ob ein Rechtsschritt angeraten ist. Ihr Kind selbst kann natürlich über sein mobiles Gerät die Kontakte blockieren und vor allen Dingen sollte es bei Cybermobbing keine Antworten schreiben, sondern sich deutlich zurückziehen und den Kontakt unterbrechen. Sind bekannte Kinder an der Mobbing-Situation beteiligt, dann setzen Sie sich doch mit den Eltern in Verbindung und fordern Sie auf, dass die Informationen aus dem Netz genommen werden. Sollten sich die Familien weigern, haben Sie auch die Möglichkeit, einen Plattformbetreiber zu informieren, sodass die Informationen verschwinden. Sollte Ihr Kind selbst am Mobbing beteiligt sein, dann fragen Sie danach, warum es das tut, welchen Grund es hat und warum es dazu kommt, dass es andere beleidigt, beschimpft oder ausgrenzt. Möglicherweise ist es auf ganz andere Situationen wütend und braucht nur ein Ventil oder es kommt sich selber in der Schule schlecht vor und möchte mal ein großer und ein anerkannter sein. Sind andere Kinder noch beteiligt, dann wäre es gut, wenn sich die Familien zusammenschließen und gemeinsam überlegen, wie das Mobbing unterbunden wird. Und es ist auch wichtig, dass die Beteiligten die Konsequenzen kennen, dass sie Straftaten möglicherweise verüben, für die sie dann auch zur Verantwortung gezogen werden.